zurück. Scheint es wieder zu gehen. Oder? Nee. Doch, doch, es geht wieder. Okay, wir müssen hier ja noch unsere Mitarbeiter schulen. Wie wir das gesehen haben. Schupp. So. Ja. Irgendwie hat mein PC gerade die Probleme. Frag mich nicht warum. Soll es geben. Naja. Was wissen wir jetzt, dass Fraps läuft nebenbei, wenn es fängt an zu ruckeln. Ey, was ist mit meinem PC los? Beruhig dich mal. So. Jo, wir sind wie immer noch hier, ne? Ja, ich weiß, was man auf diesem Bildschirm sieht. Ich wäre mal dafür, wir würden mal hier ein paar neue Sachen kriegen, aber... Nee, will man ja nicht. Ihr erforscht neue Sachen zum Bau. Mit den waagerechten Schiebereglern stellst du... Käferscooter kriegt bald ein Upgrade, aber im Moment ist es halt ziemlich langweilig. Das kann ich halt auch verstehen, Jungs und Mädels. Na komm, bauen wir denen noch ein paar Klos hin, sonst kotzen die uns eh wieder auf den Boden. Was sie ja sowieso machen werden. So wie wir das ja alle schon kennen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man das Klo irgendwann doch noch benutzt. Ihr erforscht der Eismann, Eismann, lieber Eismann. Stellst du ein, wie viel Forschung in welchem Bereich? Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Mach ich sofort. Aber ich warte halt lieber drauf, dass sie das sagen. Weil, dann bin ich der Held vom Erdbeerfeld. Wir werden dann die neuen Sachen wieder erstmal hier errichten, damit die Leute wieder hier hinkommen, weil... Yeah! Wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung deiner Attraktion. Aber das ist doch auch schon schön. Der Herr Shuttle hier. Müssen hier noch ein paar unabhängige, handwerkliche Mitarbeiter mit eingliedern in unsere Arbeitergesellschaft hier. Damit die Chefs hier... Und ciao, die Leute sind schon wieder hier, weil wir verkaufen ihnen was Altes als was völlig Neues. Und die Leute denken, oh, toll, das habe ich noch nie gesehen. Dabei ist es nur etwas mehr am Glänzen und ich kann nebenbei noch was trinken. Und schon werden die Chefs hier denken, oh, das ist ja was Neues. Ist ja heute wieder Weihnachten. Ja, man die Fresse, Junge. Die sollen hier, die haben ja hier auch. Das nimmt so viel Geld ein, wenn man das nur weiß. Wie gesagt, die werden kommen. Ihr habt alle Durst. Wollen wir euch halt noch eine Trinkhalle hin. Aber wehe, ihr besucht die dann nicht. Hui! Ihr könntet euch das mal gleichzeitig merken. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Im Moment sieht's doch sehr schön aus. Wir kriegen gleich eine neue Attraktion. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Herr Dr. Schibowski. Sie laufen sie. Und der hier kotzt wieder auf den Boden, aber wird schon aufgewischt, weil ich sehr gut und konsequent bin. Hör mal, hier ist ein Gnom! Ein Gnom! Er soll mit seinen komischen Sachen, wir werden hier Robert Grünhorn, der soll hier noch in den Start ein bisschen mit seinen komischen Bällen rumzwirbeln. Und Pierre Hinze soll hier rumzwirbeln. Zwirbeln sie hier mal rum. Werde dann den Wackelpudding hier unten bauen. Kriege hier schon mal einen Weg hin. Psst, hey. Die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Jo. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Oh. Ja, das wird natürlich schwierig, dass da jemand die Attraktion besucht. Zufriedenheit voll. Kostet mich ein bisschen Geld, der junge Mann. Und die Apfelraube kriegt eh gleich eine Verbesserung. Und der Wackelpudding ist gleich am Start. Der Wackelpudding. Okay, jetzt ist es zu teuer. Hier kannst du mit den Buttons und... Die Besucher meckern über deine hohen Eintrittspreise. Ja. Vielleicht solltest du sie etwas senken. Hab ich gemerkt.
Aber es ist mir scheißegal. Im Endeffekt, es geht hier nur um die Kohle. Und gute Sachen müssen teuer sein. Die wohl scheiß blödste Achterbahn, die es gibt. Da Leute freiwillig drauf gehen. Hier hat wieder einer auf den Boden gekotzt. Werde ich ihm hier halt noch zusätzlichen Putzmann anheuern. Chef. Nein, Chef. Ich wollte es mal sagen, du bleibst einfach nur bis hier. Damit hier. Yeah! Wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Nein, eine Verbesserung für eine Attraktion. Das ist doch auch schon was Schönes. Der Dicke geht das gleich mal umsetzen. Der Dicke soll sich da mal gleich ransetzen. Der Wackelpudding ist gleich da. Der Eismann ist auch gleich da. Eismann, lieber Eismann. Und ja. Müssen hier wieder ein paar Leutchen ranziehen, weil hier ist meine Abzugmaschinerie und die muss weiter funktionieren. Nice, Chefs. Verkaufen wir ihnen wieder etwas, was völlig alt ist, als neu, innovativ bleiben und so tun, als wäre das ach so genital. Genital? Ich wollte genial sagen. Tja, Überwachungskamera, hier noch eine hin. Schön die Leute bestalken können. Hallo! Und dass die nicht denken müssen. Die können sich hier einfach an meiner Maschinerie vorbeischleichen, denn ich möchte hier ja schön speichern. So. Aber im Moment läuft das alles sehr gut in diesem Park. Niemand kotzt richtig hart auf den Boden oder so. Wir sind alle hier relativ gemütlich drauf. Wir warten hier noch, bis der Wackelpudding fertig ist. Ja, möchte ich ärgern aus. Eine unserer Attraktionen bricht bald zusammen. Der Dicke hier soll mal gehen. Dicke, geh mal reparieren. Kurz der noch. Irgend so ein Scherzkeks hat dir eine Stinkbombe in deinen Vergnügungspark geworfen. Du solltest sie schnell wegräumen lassen, bevor ja, den Besuch ist schon dranne. Ist schon dranne. Das ist noch schlimmer als die Witze deiner Clowns. Meine Clowns haben doch gar keine Witze gemacht. Du, 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 du. Mir gefällt die Musik auch sehr gut von diesem Park. Ist schon unser zweitletzte Park, meine Freunde. Nächstes ist nur noch die Space Zone und dann ist dieses kleine, aber feine und sehr spaßige Projekt leider schon wieder zu Ende. Geht verdammt schnell, muss ich wirklich sagen, aber. Und die wird aus dem Park geschmissen. Das hast du verdient! Ja, habt ihr mal gesehen, was die Wachleute eigentlich dann machen? Sie packen sie in Säcke und werfen sie aus dem Park. Ich möchte jetzt nicht. Ich bin auch mal aus einem Laden geschmissen worden im Europa-Park, aber ich wurde nicht mit einem Sack in den Ausgang hinausgeleitet. Ein neuer Laden ist erfunden worden. Wer sagt da, es gebe nichts Neues unter der Sonne. Du kennst aber deine Forscher schlecht. Deine Forscher haben, eine neue Attraktion entwickelt. Genau, den Wackelpudding. Eine neue Generation des Shoppings ist geboren. Neue Läden stehen zur Erforschung bereit. Neue Orte müssen bewirtschaftet werden. Werden hier aber nur noch Gerd Friese, der soll hier noch ein bisschen dafür sorgen, dass hier alles seinen gewohnten Gang geht. Schon wieder einer auf den Boden gekotzt. Ja, wir haben es alle gehört. Aber man sollte denken, irgendwann lernen auch die, welche Attraktionen sie vertragen und welche nicht. Ich kann euch nur sagen, ne, das werden sie wohl nie lernen. Überwachungskamera. So. Hier ist nämlich hier auch wieder ein bisschen Party im Gange. Wir werden hier auch noch den Eismann, müssen wir auch noch ein bisschen im restlichen Park verteilen. Der Eismann, lieber Eismann. Die Leute finden, deine Spielbuden sind sehr fair und man gewinnt oft genug. Weiter so. Ausgezeichnet. Leichtgläubiges Pack. Hier kann man nichts mehr hinbauen. Hier ist ja der Eismann schon vertreten. Und am Anfang des Parks sieht auch nicht danach aus. So, was haben wir denn als nächstes? Die Bonbonbahn.
Ein stromschnelle Souvenirladen und eine Spielhalle. Ich wäre mal dafür, die Spielhalle irgendwann mal ein bisschen früher in Betrieb zu nehmen. Hier mal ein bisschen mit dem Preis hoch. So, schön hier alle abzocken. Im Moment läuft das sehr gut und die Leute sind auch sehr zufrieden, auch mit unseren Eintrittspreisen, und unsere Mitarbeiter sind auch zufrieden. Wir müssen uns hier also absolut keine Sorgen machen, dass hier irgendetwas in die Hose geht. Hat schon wieder einer gekotzt. Warteschlange-Bereich hat auch einer gekotzt. Wie schön ihr doch alle ständig am Abbrechen seid. Wir werden hier einfach noch zusätzliche Klos bauen. Dabei wir es können. Guter. Nicht du. Hier mal hin, danke. So. Warum kotzt man halt auch? Warum? Warum kotzt man einfach mal so, weil man einen Bock hat auf den Boden? Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt heute noch nie gekotzt im Europapark oder wo ich da auch zu Besuch war in Deutschland. Ne, im Heidepark war ich noch nie. So, aber im Europapark habe ich auch nie gekotzt. Also von dem her, ich weiß nicht, was die Leute hier für Probleme haben. Vielleicht machen sie das einfach auch extra, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Okay, aber das scheint schon wieder gewesen zu sein für diesen Part. Das ist nicht gerade. Da laufen die Leute alle vorbei. Es gefällt mir nicht. Geh doch da mal ran. Der soll ein bisschen Umsatz machen, der gute Mann. Läuft ein bisschen wenig, ne? Werden den mal umsiedeln, den Mülleimer. Und hier noch einen Eismann hinmachen. Denn der Eismann, der hat bis jetzt immer schon Leute angelockt. Wir werden den halt schnell rumsiedeln. Und dafür den Eismann. Eismann! Eismann, du musst regeln. Schön hoch damit. Hui! So. Kommen mich die Leute wieder hier hin. Wieder ein bisschen mehr Kohle. Aber das soll es gewesen sein für diesen Part. Wir sind im neuen Park angekommen. Und unsere Zufriedenheit ist relativ hoch. Wir haben immer noch 20.000 zur Verfügung. Wir werden hier zwischenspeichern und wir sehen uns im nächsten Part von Theme Park World. Auf Wiedersehen.